Welche Lebensmittel gehören in einen perfekten Krisenvorrat rein? Sind das wirklich nur Nudeln, sind das nur Spaghetti? Wenn du die Antwort kennenlernen willst und auch wissen willst, wie meine Großmutter, die zwei Weltkriege überlebt hat, mit diesen Dingen umgegangen ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst, schön, dass du dabei bist. Ja, was gehört als Nahrungsmittel in den perfekten Krisenvorrat? Und Nudeln sind der Klassiker. Wenn du jetzt 1 Kilo Spaghetti oder 1 Kilo von diesen Spiralnudeln einlagern könntest, was würdest du nehmen? Und stell dir vor, nicht nur 1 Kilo, sondern 10 oder vielleicht 15, weil du eine 5-köpfige Familie für 3 Wochen an Nahrungsmittel durchbringen willst. Was würdest du nehmen? Spiralen oder Spaghetti? Also ich kann dir gleich einmal eines sagen, nimm die Spaghetti. Beides dasselbe Gewicht, aber die sind viel kompakter. Da ist keine Luft, fast keine Luft dazwischen. Du kannst hier, wenn du 5 Kilo einlagern willst, ja, braucht viel weniger Volumen, Platz bei dir daheim im Kastel oder im Krisenvorrat, als unsere lustigen Spiralen, die ich gerade weggegeben habe. Und die Oma, also meine Großmutter väterlicherseits, da habe ich mal ein Video gemacht, gebe dir da oben den Link am Rainer Rossmann-Kanal, will ich jetzt nicht erklären, die hatte Nudeln daheim. Die hatte Nudeln daheim, daher stehen sie auch auf der Oma-Liste, findest du unten zum Runterladen das PDF. So, das ist das hier. Und Reis, das ist der Klassiker. Ich meine, da hast du das Video braucht, daher gib mir ein bisschen Zeit. Das ist einmal die Basis. Aber das Ganze hat hier ein ganz großes Problem. Und zwar, Nudeln lutschen ungekocht ist unlustig. Und auch Reis einfach in Wasser einlegen und darauf hoffen, dass er aufgeht, habe ich alles schon probiert. Macht keinen Spaß. Das heißt, du brauchst auch Nahrungsmittel, und das ist ganz entscheidend, die auch ohne Kochen funktionieren. Also, oder ohne viel Kochen funktionieren. Ich habe hier am Kanal schon einige Sachen vorgestellt, was Notkocher betrifft. Und ernte da auch immer wieder, und es ist total okay, aber Unverständnis dazu, warum ein Kocher daheim Sinn macht. Na, weil, ich drehe das Video jetzt in der Zeit der Coronavirus-Pandemie, wir ja noch Strom haben und ja alles total okay ist, aber was ist, wenn der Strom ausfällt? Dann hast du deine Nudeln, nicht die Spiralen, haben wir gesagt, die Spaghetti, und möchtest sie kochen. Und da ist ein Kocher einfach eine geniale Sache. Also Camping daheim, für all jene, die Bushcraft und Survival-Ausrüstung daheim haben, ihr habt einen ganz großen Vorteil. Du hast einen großen Vorteil, wenn du die daheim hast, denn du kannst halt dann auch daheim campen und deine Nudeln kochen. Muss nicht unbedingt immer im Wald sein. Und das ist genau der Vorteil dabei. Aber was ich sagen wollte ist, du brauchst auch Lebensmittel, die ungekocht verwendet werden können, müssen. Und ich habe jetzt hier etwas mitgebracht. Und zwar, es geht nicht um die Marken, bitte, ja, und es ist auch, bitte, das ist jetzt keine Werbung für die, ja, wirklich nicht, ich habe mit denen nichts zu tun, das ist halt mein Vorrat. Knäckebrot, von welchem Hersteller auch immer, und da ist es so, das kann ich aufmachen und essen, fertig. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Warum sind eigentlich Nudeln und Reis so beliebt? Weil du die hinstellst, die kaufst du und die kannst du jahrelang lagern. Jahrzehntelang, wenn die trocken gelagert sind und keine Mäuse oder andere Ungeziefer reinkommen. Und das ist bei dem Knäckebrot auch so. Und auch wenn da jetzt draufsteht, dass der in 2 Monaten abläuft, das ist ein Blödsinn. Das ist wirklich ein wahrlicher Blödsinn. Stimmt einfach nicht. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wenn die Bedingungen gut sind, halten die Jahre. Und das kannst du einfach essen ohne Kochen. So, dann irgendwelche Dauerwürste. Ich habe halt jetzt hier die Knabbernossi. Ja? Ist ja jetzt auch wurscht, um das geht es ja nicht. Aber das ist im Endeffekt ein Würstel und das ist vakuumverpackt oder sehr gut verpackt. Und wenn kein Schädling dazukommt und du das jetzt nicht unbedingt in die Sonne legst für 20 Stunden, in die pralle Sonne, dann passiert dem auch nichts. Und auch wenn das da jetzt, die haben wir vor zu Weihnachten gekauft, und die, also im Dezember, und die laufen jetzt noch bis in den September, bis zum 5.9.2020, dass ich es rauskriege. Ja, und die werden auch noch darüber, weil das ist ja das Mindesthaltbarkeitsdatum, darüber noch halten. Und wenn du die immer wieder mal in deine Nahrung mit einbeziehst, kannst du das Ganze auch rotieren. Also das gehört dazu. Es gehört auch was dazu, was du einfach so essen kannst. Und jetzt zum Beispiel im Zuge der Pandemie, in unserem Pandemiebuch, das ich gemeinsam mit der Manuela Keiner geschrieben habe, haben wir auch reingeschrieben, dass du für eine Pandemie oder Epidemie etwas daheim haben musst, das nicht gekocht werden muss, dass man einfach aufreißt und isst.
Und ich weiß jetzt, jetzt wird es den einen oder anderen reißen daheim und sagen, ah, da sind keine Nährstoffe drinnen und die Vitalstoffe und mag das alles, ist alles super. Und schau mal bei meinem Kräuterkanal vorbei, da rede ich sehr viel über Vitalstoffe und Vitamine und so Geschichten. Aber wenn es darum geht, dass ich durchkomme, dann ist das nicht die oberste Priorität. Nicht sofort, später schon. Und da habe ich jetzt zum Beispiel hier Weizenkörner mitgebracht. Und mir ist klar, dass ich dieses Weizenkorn, das ist jetzt hier, das haben wir Vakuum verpackt, ich kriege das gar nicht auf, das müsste ich jetzt, egal. Das hier kann ich auch ungekocht essen, aber nicht in der Form, nicht so wie es hier jetzt ist. Da muss ich noch etwas dazu tun und das zeige ich dir jetzt gleich. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Und zusätzlich noch, und dann werde ich das Geheimnis hier mit dem Weizen auflösen, ich weiß, dass diese Produkte hier, ja, Asia-Nudeln und in unterschiedlichsten Formen total mit Glutamat und Stabilisatoren und so weiter Sachen voll sind. Und wenn du das nicht magst, dann ist das total okay. Nur die haben halt auch ganz große Vorteile, besonders das hier. Produziert extrem viel Müll, ist auch deutlich teurer von den Nudeln, so wenn ich mir ein normales Kilo kaufe. Aber hat einen Vorteil, heißes Wasser im Kocher oder wie auch immer, leere ich mir da rein, mach zu und dann habe ich ein Meal ready to eat und brauche nur Besteck dazu. Und das kann ich wegwerfen. Dass das Müll produziert, dass das nicht gut ist und Klimawandel oder alles, ist mir alles recht. Aber für die Not sollte man auch über solche Dinge nachdenken. Aber jetzt zum Weizen. Ich habe mir gedacht, ich bringe dich mal an das heimische Fensterbrett. Und zwar, hier ziehen wir für unsere Hochbeete unterschiedlichste Pflanzen vor. Also das ist wieder eine andere Geschichte. Wenn dir das interessiert, gebe ich da oben einen Link zu dem Video und unten das Buch Selbstversorger Pflanzenbibel. Da geht es darum, wie man sich selbst versorgen kann mit Fire and Forget Pflanzen, aber egal. Aber das hier, das kennst du ja im Endeffekt eh. Das sind Keime, Keimsprossen. Da gibt es einerseits, was wir hier haben, solche Sprossen gekauft, beziehungsweise das hier, das ist glaube ich unsere Kresse, ja, die kannst du kaufen, die wieder auch natürlich, und das ist ein billiges Eigenwerbevideo, bitte, ja, unten den Link auf Amazon, die haben wir hier, wir machen das immer so, dass wir ein Taschentuch auflegen, müsste man aber auch nicht, bei diesem Sprossengarten, den wir da haben, der hat mehrere Fächer, haben jetzt nur zwei aktuell, aber wir nehmen das Taschentuch, weil es dann einfacher ist, das Ganze rauszugeben und man weniger reinigen muss. Und der Vorteil ist, dass ich hier jetzt frisches Grün habe. Das heißt, die Energie, die in dem Korn gespeichert war, kriege ich jetzt in Form von einer grünen, vitalstoffreichen, vitaminisierten Pflanze. So, das kann ich hier jetzt tun. Und daher ist ganzer Weizen etwas, was du dir überlegen solltest, weil du kannst ihn zum Mehl verarbeiten, du kannst ihn ganz kochen und essen, aber wenn du nicht kochen kannst, kannst du das hier tun. Du kannst hier jetzt in einem Sprossengarten Weizensprossen machen und die dann Weizengras machen sozusagen und das essen und verwenden. Und das ist eine coole Sache. Ja, ich denke, das ist eine gute Möglichkeit und ich hoffe, das hilft dir. Wenn du noch mehr wissen willst über Krisenvorbereitung, was in einen Krisenvorrat reinkommt, dann gebe ich da unten den Link auf meine Oma-Liste. Da kannst du gleich einmal runterladen, die Oma-Liste mit der Ausrüstung, was wir bei ihr gefunden haben. Und auf der anderen Seite lade ich dich ein, komm zu meinem Newsletter, exklusiver Newsletter. Da kriegst du immer wieder periodisch, so alle zwei Wochen, ein Video von mir. Das musst du halt aushalten. Und das wird auch nicht auf YouTube oder so irgendwo veröffentlicht, sondern nur eben in diesem Newsletter. Und da zeige ich dir auch dann Schritt für Schritt, welche anderen Nahrungsmittel meine Oma daheim hatte und was Sinn macht und wie man sie in Krisen vernünftig verhält. Jetzt kriege ich Zuschriften der letzten Zeit rein. Magst du jetzt auch auf Prepper und auf Krisenvorbereiter? Du, das sage ich nur, das mache ich schon sehr, sehr lange, Krisenvorbereitung. Und das Wort Prepping mag ich nicht, weil es politisch behaftet ist und mit dem habe ich nichts zu tun. Aber Krisenvorbereitung, Zivilschutz mache ich schon seit Jahren, nur hat es in der Vergangenheit fast niemanden interessiert. Und das spüre ich jetzt ganz deutlich, das ändert sich massiv, weil wir jetzt mal, wie man in Österreich sagt, auf die Gosch gefallen sind. Das heißt, wir haben jetzt mal gemerkt, dass unsere Zivilisation, so genial die ist, sehr verletzlich ist. Da kommt ein kleines Pipifax-Virus und zwingt uns in die Knie. Und es ist einfach so. Ich mache mich jetzt nicht über die Opfer, die Menschen, die schon verstorben sind und die in dieser Pandemie, wo ich das Video drehe, wir sind ja noch am Anfang eigentlich, noch sterben, die machen mich da nicht drüber lustig. Aber in Wahrheit ist das, so wie wir das aktuell sehen, eine Lerchelschance, wie man in Österreich sagt.
Wenn ich das vergleiche mit einer anderen Katastrophe, die uns treffen kann, nämlich ein großflächiger, lang anhaltender Stromausfall. Kann auch eine Naturkatastrophe sein, durch starken Winter, durch Schneeverwehungen, durch Sturm, es fällt irgendwo was aus, Sonnensturm, Überlastung, Terroranschläge, Cyberkriminalität, bla bla bla, gibt es ja ganz viele Geschichten. Und in Europa fällt uns der Strom aus. Und zwar großflächig, so ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich. Ich habe gesehen, was jetzt los war an Emotionen im Zusammenhang mit dieser Coronavirus-Krise. Und wenn dann der Strom weg ist, weil wir sind in Quarantäne und es sind viele, die da echte Probleme damit haben, und ich verstehe das natürlich auch, ist ganz klar. Nur, das ist nichts, weil dein Netflix funktioniert und du kannst mir jetzt zuhören, wenn du das Video beim Veröffentlichen anschaust. Also eigentlich ist es nicht so schlimm, aber wenn dann der Strom auch weg ist und die gesamte Infrastruktur nicht mehr funktioniert, dann Halleluja. Und das sollte jetzt, diese Pandemie sollte jetzt unser Weckruf sein, endlich zu beginnen, eine vernünftige und angstfreie und unpolitische und einfach vernünftige Krisenvorbereitung in Form von Zivilschutz anzugehen. Es hilft uns nämlich nichts, zu sagen, nein, das sind lauter Verrückte. Jetzt sehen wir es. Diejenigen, die sie vorbereitet haben und an Vorrat daheim haben, für 3 Wochen, was der Zivilschutz sagt, ja, das ist etwas, was staatlich gefördert wird, so bisschen mini. War schon mal mehr, könnte auch wieder mehr werden, hoffentlich. Die, die das gemacht haben, die können jetzt sagen, ja, uns ist alles wurscht, wir haben alles. Und fühlen sich jetzt bestätigt. Nur das hilft auch nichts, wenn man sie bestätigt fühlt und sagt, ja, die ganzen Dummen, die es nicht gemacht haben. Das hilft uns nicht weiter. Jetzt sollte man diese Krise nämlich auch in ein Umdenken nutzen, zu sagen, Zivilschutz und Krisenvorbereitung, nämlich dass man für ein paar Wochen daheim unabhängig agieren kann, ist ein Ziel. Ein Staatsziel, ein Ziel der Gesellschaft. Das ist genauso wichtig wie viele andere Themen auch. Weil wenn du daheim vorbereitet bist und alles hast, was du brauchst, dann hilft das der gesamten Kommune. Und wenn die Kommune vorbereitet ist und handlungsfähig bleibt, zum Beispiel bei einem Stromausfall, was viel, 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 viel massiver ist als die Pandemie aktuell, so wie sie sich aktuell darstellt. Wenn die Kommune nicht handlungsfähig ist, dann braucht sie auch Hilfe. Also das muss immer größere Kreise ziehen. Aber wenn man immer nur darauf wartet, dass die da oben, dass der Chef oder die Chefin sagt, das ist jetzt wichtig, dann kann man, man erwartet das ja von der Regierung, dass sie das für uns tun. Man erwartet das. Also wenn du etwas erwartest, dann kannst wirklich lang warten. Du bist dafür selbst verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und wenn du die noch nicht gemacht hast, dann solltest du spätestens jetzt einen Weckruf haben und damit beginnen. Und da kann ich dir helfen, aber nicht nur ich, sondern geht zum Zivilschutzverband, dann das Bundesministerium in Deutschland für Zivilschutz oder Bevölkerungsschutz. Schreib mal unten einen Kommentar, wie das richtig heißt, und informier dich und geh es aber auch an. Nicht nur informieren, sondern geh es an und schau, dass du diese Sachen daheim hast und dass du dann auch zum Beispiel trainierst damit, dass du, ja, Weizengras anbaust oder Rucola oder was auch immer und das auch in dein Leben integrierst, weil nur daheim haben allein ist halt auch zu wenig. Das ist so mein Appell. Ich hoffe, ihr habt gehört und ich hoffe, tragt es raus, und wenn du selber ein Krisenvorbereiter bist, dann kannst du jetzt ohne Arroganz und ohne Idioten, jetzt kannst du sagen, Leute, das ist das, was ich euch immer gesagt habe, komm, seid nicht so blöd und macht's. Komm, gehen wir das jetzt an. In den Familien, das heißt, Frau gegen Mann, Mann gegen Frau hat es da ja auch immer gegeben, was ich alles gelesen habe und mitbekommen habe und bei Telefonaten. Das glaube ich, das kann man jetzt aufbrechen. Man kann auch das aufbrechen innerhalb der Familien, dass die Großeltern sagen, das ist ein Blödsinn und so weiter, dass man da zusammenwächst und sagt, wir als Familie sollten ganz unaufgeregt einen Krisenvorrat anlegen und einen Plan haben, was wir dann tun, damit wir handlungsfähig bleiben und hoffen, dass wir es niemals brauchen. Okay? So. Wie gesagt, billige Eigenwerbung. Den Link zu all diesen Produkten, die ich da gezeigt habe, gebe ich da unten auf Amazon. Schau auch bei meinem Newsletter vorbei. Wenn du magst, kannst du mein Buch kaufen. Auch ganz klar, da würde ich mich natürlich freuen. Schreib mir unten einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten. Abo, ein paar andere Videos. Hat mich gefreut. Bis bald. Ciao.